Hallo und herzlich willkommen zu Frau Holle. Frau Holle von den Gebrüdern Grimm, die sich das nicht ausgedacht haben, aber die haben das aufgeschrieben. Und jetzt kommt's. Das kleine Mariechen lebt bei ihrer Stiefmutter mit ihrer Schwester zusammen. Und das arme Mariechen muss den ganzen Tag schuften und arbeiten. Und alle möglichen Sachen machen. Und dicht sie sich an dieser komischen Spindel. Und anders als Dornröschen fällt die mal eben nicht in Schlaf, sondern ist eben kein Prinz, der sie da aufhält. Aber jetzt kommt's. Sie geht zum Brunnen, um sich die blutigen Finger zu waschen. Und dort passiert es, dass ihr die Spindel in den Brunnen fällt. Und das arme Mariechen hat solche Angst vor ihrer bösen Stiefmutter, dass sie da ganz tief reingreift und versucht, sich wieder rauszuholen. Und bei diesem Versuch, das wieder rauszuholen, fällt sie in den Brunnen hinein. Und sie wacht in einem komischen Reich auf, denkt, sie ist gestorben, aber nein, irgendwie, da ist eine Wiese und da läuft sie hin und dann kommt sie an einem Ofen vorbei. Jetzt kommt sie an einem Ofen vorbei und hört da irgendwelche komischen Geräusche von wegen: Hol uns raus! Hol uns raus! Sonst verbrennen wir! Und das Mariechen guckt sich an, wo kommen denn die Geräusche her? Was ist denn das? Was? Und dann sieht sie einen Backofen, wo die Brote drin liegen. Und Brötchen. Und wie schreien, hol uns raus, hol uns raus, sonst verbrennen wir. Und natürlich, fleißig wie das Mariechen ist, geht sie hin und sammelt die Brötchen ein und den Brötchen bestückt sie gleich mal wieder mit neuen und wie das so ist, immer fleißig dabei, immer schnell bei der Hand. Und so ist das. Dann geht sie ein Stück weiter und da sieht sie einen Apfelbaum, der schreit. Nein, der Apfel schreit nicht, der Apfelbaum schreit nicht, aber die Äpfel von wegen pflücke uns von wegen und der Baum ist. Sieht so leidtragend aus, dass sie merkt irgendwie, der hält die ganzen Früchte nicht und sie sammelt die wenigen Früchte auf, die er schon fallen gelassen hat und pflückt die restlichen Äpfel und sammelt sie alle in Körbe und die stellt sie hin und läuft dann weiter und kommt zu einem Häuschen, wo sie eine ältere Frau ohne Migrationshintergrund sieht, die dann mal sagt, ich suche eine Haushälterin, ich suche jemanden, der mich hier unterstützt, weil ich bin alt und gebrechlich. Und natürlich kann Mariechen nicht sagen, oder will sie nicht sagen, dass natürlich unterstützt sie der Alte. Räumt ihr die Bude auf und tut, was getan werden muss. Und am Morgen merkt sie, wie die Alte mit der letzten Kraft ja die Betten schüttelt und sagt, komm her, ich helfe dir und mach das. Und schüttelt die Betten kräftig aus. Und unten auf der Erde freuen sich die Kinder, weil so heftig hat das die letzten Jahre nicht mehr geschneit. Und der Tag vergeht und sie räumt immer auf und macht da alles, den Haushalt und alles gut und wunderbar. Nächsten Tag ist dann wieder morgens erstmal Betten ausschütteln und dann alles andere. Und so vergeht ein Tag nach dem anderen. Es mögen bestimmt 10 Tage vergangen sein. 10 Tage. Und dann kommt so allmählich
merkt die Frau Holle, dass das irgendwie was, dass Mariechen was bewegt. Und sie spricht sie an, was bewegt die denn, was macht die so ein bisschen traurig. Und Mariechen sagt, ich fühle mich bei dir hier sehr wohl, mag dich unheimlich, ich helfe dir unheimlich gern, aber ich habe Heimweh nach meiner Familie. Meine Stiefmutter und meine Stiefschwester sind nicht unbedingt nett, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wie es denen heute geht. Ich glaube, möglicherweise müsste ich ihnen mal helfen, weil irgendwie, es ist, ich habe Heimweh. Und die gute Frau Holle sagt, natürlich, ich verstehe das und ich bringe dich nach Hause und an dem Tor wirst du deinen Lohn erhalten. Und Mariechen, völlig irritiert von dem Lohn, ich hab bei dir gearbeitet, ich habe dafür Essen bekommen, was brauche ich Lohn, was soll das? Aber Frau Holle sagt, wir machen das, mach dir keine Gedanken, wir machen das. Und sie gehen zu dem Tor, wo der Ausgang zur Erde ist. Und sie geht unter dem Tor durch. Und als sie das Tor durchschreitet, fällt ein Goldregen hernieder und bleibt an ihren Kleidern und auch ein bisschen an ihrer Haut hängen. Und sie ist total verwundert und was ist das alles? Und die gute Frau Holle winkt ihr und sagt, es ist alles gut, Mädel. Vielen Dank für deine Hilfe, vielen Dank für deine Arbeit, vielen Dank für deine Gesellschaft auch. Wir hatten schöne viele Stunden. Jetzt ist die Zeit für dich zurückzukehren und alles Gute für dich. Und nun kommt das, die Goldmariechen, in ihr Dorf. Und natürlich, wer entdeckt sie als Erste? Der Hahn. Und der brüllt, Kikeriki, Kikeriki, unsere Goldmarie ist wieder hier. Und das ganze Dorf läuft zusammen. Und natürlich muss das Goldmariechen erzählen und natürlich auch ihrer Mutter und ihrer Stiefschwester erzählen, wie sie ergangen ist. Und die Stiefschwester will natürlich ganz genau her wissen, woher, und die Stiefmutter, woher sie das Gold hat. Und dann erzählt sie, dass sie bei Frau Holle gearbeitet hat. Und dort entsteht der teuflische Plan, dass auch das andere Mariechen, ihre Stiefschwester, Töchterchen von ihrer Stiefmutter, dorthin gehen könnte. Und hier kommt Gold. Aber Gold ist ja gar nicht mal das edelste Material. Und was werde ich als deine Stiefschwester, die viel über dir steht, erst erhalten, wenn ich dort auftauche und dort meine Arbeit, die ja viel wichtiger und viel sinnvoller ist als das, was wirst du da schon gemacht haben? Nur, ich mag das Wort gar nicht aussprechen. Jedenfalls schmeißt sie ihre Spindel in den Brunnen und springt hinterher und landet auf der Wiese. Und auch sie kommt an dem Backofen vorbei. Und natürlich hatte das Goldmariechen ja schon wieder aufgefüllt bei eines ihrer täglichen Arbeiten. Natürlich sind da die Brötchen und die Brote, die schreien wieder, hol uns raus, hol uns raus, sonst verbrennen wir. Da würde ich mir eventuell die Pfoten verbrennen, die Finger verbrennen. Es ist alles heiß und schwarz ist das auch. Macht euren Müll alleine, das ist doch gar nicht meine Aufgabe. Nein, ich muss zu Frau Holle. Ich habe keine Zeit, vielleicht später. Und dann geht sie zum Apfelbaum oder kommt an dem Apfelbaum vorbei, wo auch wieder der Apfel ruft, alles Jahr ist rum, von wegen, bitte befreie mich von der schweren Last, ich breche unter der Last zusammen, bitte hilf mir.
Und Mariechen sagt, da könnte mir noch ein Apfel auf den Kopf fallen. Nee, das ist viel zu gefährlich und nein, mach dein. Such dir jemand anderen dumm, der in sich in die Gefahr gebiet, sich von den Apfel auf den Kopf schmeißen zu lassen. Und nun kommt sie bei der Frau Holle an. Und sie weiß, sie muss dort arbeiten, damit sie einen guten Eindruck hinterlässt. Und natürlich kann sie das. Und Frau Holle nimmt sie in den Dienst und wacht am Morgen auf. Und am ersten Tag ist sie ganz eifrig. Und sie schüttelt wie wild, und um Frau Holle zu überzeugen, ich kenne das viel besser als dieses ungelernte Blag da, was da vorher bei dir war, sondern schau mich an. Und Tag vergeht und sie macht auch einiges, und Frau Holle ist im ersten Moment ja, ganz angetan. Und am zweiten Tag steht sie schon deutlich schwerer auf. Es fällt ihr deutlich schwerer aufzustehen. Und die erste Tätigkeit ist ja, das Bettchen ausschütteln, damit die Kinder auf der Erde Schnee haben. Aber sie bewegt nur leicht das Daumenbett, von wegen, mag die Arme gar nicht heben, und die Kinder sind auf der Erde und singen von wegen, Frau Holle, bitte schütteln dein Bettchen aus, wir wollen wieder Schnee haben. Aber irgendwie funktioniert das nicht, und ja, da oben reagiert keiner, egal wie laut sie singen und preisen. Und die Kinder sind ganz traurig, weil die Jahre vorher hatten sie einmal reichlich Schnee und konnten Schlitten fahren und konnten Schneemann bauen und konnten Schneeballschlachten machen und konnten Schneeiglus bauen. Und jetzt kommt da überhaupt nichts runter. Oder sagen, noch ein bisschen was kommt runter. Aber eben nicht mehr die Masse, die sie aus den letzten Jahren gewohnt waren. Oh. Und das Jahr darauf beschließt das Mariechen, mit dem Mariechen, das lohnt überhaupt nicht aufzustehen, weil hier empfinden wir sowieso bloß Arbeit und was soll denn der ganze Müll. Und ja, als dann die Frau Holle selber merkt, am besten schüttle ich mir meine Dinger selber, meine Betten, weil das wird hier alles so nichts, schlägt sie Mariechen vor, komm, es wird Zeit für dich wieder auf die Erde zu gehen, und ich werde dir deinen gerechten Lohn zukommen lassen. Und in dem Moment, wo sie gerechten Lohn hört, springt das Mariechen auf und rennt quasi der Frau Holle hinterher und zu dem Tor und komm, geh durch das Tor und dort bekommst du deinen Lohn. Und Mariechen rennt förmlich auf das Tor, und als es da ist, breitet es seinen Rock möglichst groß raus, um möglichst viel Gold nach Hause zu bringen. Und als sich der Himmel öffnet, kommt kein Gold herab und auch kein Platin und wie die ganzen noch edleren Metalle, auf die sie spekuliert hat, herunter, sondern ein tiefes, schwarzes Pech. Und Frau Holle ruft, das ist dein Lohn, du faules Ding. Möge es dir helfen, an Frau Holle zu denken und dich zu bessern. Und dann verschließt der Himmel sich, und Mariechen läuft heulend nach Hause, und der Hahn empfängt sie mit Kikeriki, Kikeriki, unsere Pechmarie ist wieder hier. Und das Pech hat eine Konsistenz. Es blieb ein Leben lang an ihr haften. Und alle Dorfbewohner und Freunde und so weiter sahen das. Und die Mutter, also die Stiefmutter vom Goldmariechen, war überhaupt nicht begeistert.
Aber irgendwie, was geschehen war, war geschehen. Dankeschön.